45, das Boot zur Hölle wart ihr. Es wimmelt hier von Jägern. Woanders? Kommandant, ist das Ausschwärmen und Eingreifen. So, ein Saber weg. Freu dich auf den Hölle, Pilot! Hier spricht die Sierra Madre. Wir haben einen Höllenbruch! Mir egal. Ist das halt so, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Verdammt, wir haben eine Mammoth verloren. Komm schon! Es bin nicht nur ich hier, der den verloren hat. Ja, ich ist genauso schuld. Ich bin getroffen! Ja, feindlichen Flieger zum Wenden. Achtung, großartiger Schuss! So, schauen wir mal, wo bist du? Da bist du. Na, so will ich ewig leben. Ich geh langsam noch mal kaputt. Sieht auch wieder ein Schild blinkt. Da reicht ja auch die ganze Zeit irgendwie aus. So. Keiner mehr da. Toller Schuss. Wem darf ich die Blumen schicken, Kamerad? Verzeihung, Britannia, aber wir wurden aufgehalten. Ihr habt getan, was ihr konntet. Erzählen Sie das mal der Mannschaft des Sierra Madre. Wenn wir nicht gekommen wären, hättet ihr denen Gesellschaft geleistet. Schluss damit, 45. Eskortierposition einnehmen. Ja. Einer musste leider dran glauben. So, wo seid ihr, damit ich eskortieren kann? Da, die Hälfte wird immer von Torpedos garantiert zerstört werden. Ja. Tief im Gebiet, wir sind nur einmal gesprungen. Na gut, zweimal. Vielleicht auch dreimal, weil wir noch was zwischendurch machen mussten. Aber an sich. Hier ist die Dawn Chorus. 45. Wir haben da was auf den Scannern. Das sieht nicht gut aus. Okay, 45. Augen offen halten, könnten Gesellschaft bekommen. Komm schon, mach Dampf! Juhu, Gargan zu uns, andere Dinger und 6 Torpedos. Kümmern wir uns erstmal um die Torpedos. 45. Mehrfacher Torpedoabschuss, haltet sie auf. Ja, ja, das wird eh wieder unangenehm. Das Unangenehmste werden eh wieder die Torpedos sein. Vielleicht erstmal die Torpedos kaputt machen? Na, dann halt nicht. Aber wenn jemand kann. Dann mache ich erstmal ein Torpedo auf dem Flug kaputt. Noch ein. Los. Ich werde dich zerfleuern. Los, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Torpedobomber. So, der Kleine. Bist du? Da bist du. Flüchte nicht. Geh gefällig. Ja, Torpedo ist so nah. Ich mag das doch nicht. Bitte weiter, weiter weggehen. So, nächster Torpedo weg. Ich hab gesagt weg, danke. Ganz vorsichtig. So. Und beiseite. Bisschen vom nächsten wieder wegfliegen. Ich habe nämlich kein Interesse wieder mit denen zu kuscheln. So, keine Torpedos mehr. Ja, dann ist das halt so. Ich suche ein paar Feinde. Da ist zum Beispiel einer. Gute Arbeit soweit. 45. Progress zeigt die neue Giftszene. Ja. So, einer weg. Nächster. Oh, ein Saber. Tja, die Vernichtung des einen Dingens konnte ich halt nicht verhindern. Ich frag mich, wie das erst auch schwer werden soll, die zu retten, wenn die KI wahrscheinlich die eigene noch weniger macht. Und mehr Schaden kriegt man ja auch nicht dazu. Ja, aber viel Schaden macht er halt nicht. Das ist der genau. Aber ohne Wolverine war man da nicht ankommen. So, noch einer.
Das ist gar nicht so übel. Autsch, hat bestimmt wehgetan. Wir haben nicht mehr den Gamma-Ring verloren. Was schon ein Riesenwunder ist. Mach dein Testament, Pilot. So, noch einer. Wer ist da? Nein! Bitte! Noch einer? Oh, die Kurgan am Ende wird lustig, wenn die nur noch da sind, alle die angreifen. Nein, nein, komm wieder in mein Sichtfeld. Danke. Nicht flüchten, nicht flüchten. Moment, ist einer meiner eigenen Leute durch mein Sichtfeld geflogen. Kann schon mal dazu führen, dass man von seinen eigenen Leuten erschossen wird, wenn man jemanden freundlichen anschießt. Weil er zu dumm ist, sich aus der eigenen aus meiner Schussbahn zu halten. Das ist mir schon oft genug passiert. So, die Kurgan. Am besten kann man das machen, indem man sich schön an sie hinten dranhängt und immer schön in sie reinfeuert. So nicht. So ungefähr. Und gehst du kaputt? Dankeschön. So, das war's wohl. Okay, der Spaß ist vorüber. Covers, Eskortierformation einnehmen. Ja. War mir ein Vergnügen, Caro. Da drüben sind sie. Wir sind noch übrig. Ganz meinerseits. McGann, Ende. Ah, drei Stück sind noch übrig. 45. Abrücken. Ah, wir sollen da eh nicht hin und eskortieren. So. Sprungkoordinaten initiiert. Ja. Alpha 5, ich habe ein Problem. Zum Teufel, Michael Schiff ist explodiert. Ja. Ja, da ist er wohl Opa. 45. Kommt rein, wir schicken Bergungsschiff 1 zum Rettungseinsatz. Gut, dass ich Viper ihn nie leiden konnte. Hier Bergungsschiff 1, wir machen uns auf den Weg. Wenn er lebt, finden wir ihn. Okay, noch unsympathischer. 45. Landevorgang einleiten. Noch unsympathischer als Viper ist nur Dice Man. Gut, Basis, Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erbeten. Landeerlaubnis gewährt. Schön, dass Sie zurück sind, Pilot. Zurück muss man nicht manuell docken. Wie in Independence War 2 oder so. War das Independence War 2? Ich weiß es gar nicht. In irgendeinem Spiel musste man manuell docken. Das war... ja... anstrengend. Los, freut euch. Freut euch gefälligst. Naja, immerhin halb. Nicht ganz gut, aber gut genug. Oh, doch 23 Feinde vernichtet. Nach dem Missionsbericht leisteten sie Geleitschutz für alle Frachtschiffe und haben sie ohne Schäden an Colonel McGann übergeben. Leider scheint Colonel McGann mitsamt der Frachtschiffe verschwunden zu sein. Das Oberkommando der Allianz kann keine Verbindung zu den Cobras bzw. zum Konvoi herstellen. Offensichtlich ist die Ladung von dem Sheriff-Transporter ebenfalls verschwunden. Die Lage sieht im Augenblick nicht gut aus. Möglicherweise ist McGann übergelaufen und hat den Konvoi entführt. Wir werden sicherlich noch mehr davon hören. Leider war dem Such- und Rettungstrupp bei der Suche nach Viper kein Glück beschieden. Er gilt als vermisst. Dies war kein guter Tag für uns. Einer unserer Spitzenasse ist möglicherweise übergelaufen und wir haben den Verlust von Viper zu beklagen. Einer der besten Wingleader, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Was immer auch passiert ist, sie haben ihren Einsatz korrekt ausgeführt und sich an die Befehle gehalten. Beim nächsten Mal haben wir hoffentlich mehr Glück. Commander Enriquez. Ihr Einsatz für die Navy und das Geschwader wurde beim Flottenkommando anerkannt. Es ist mir eine Freude, Ihnen die Beförderung zum Flight Lieutenant mit sofortiger Wirkung mitzuteilen. Oh, das heißt, wir kriegen wieder was Schönes Neues zum Rumfliegen, obwohl wir noch Stufe Bronze sind. Ah, das macht ja nichts. Ja, Mission 5. Weiter geht's dann. Nächste Mission. Ja, Mission 6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.